Nur weil er schöner aussieht, wenn er unter der Dusche steht? Wer hat das denn gesagt? Ach, die Ina Müller. Ja, die hat ja einen Jüngeren. Ja, was meinst du, was der sagt, wenn ich unter der Dusche stehe? Wir sind nicht alleine. Oh Gott, da sind ganz viele Frauen, die hören zu. Ja, Hildegard, sie erzählen das doch nicht weiter, ne? Ja, du hast ja Glück. Du hast ja Glück. Du bist ja jetzt Witwe, ich weiß das. Ach, die haben da so kleine Zimmerkes. Da schlafe ich heute Nacht, ne? 15 Euro. Ach, was brauche ich denn noch? Ein Bett, ein Tisch, ein bisschen was zu essen. Warte mal, ne? Ich bin am Morgen so um 11 Uhr. Mach's den Kaffee ein bisschen stärker. Ne? Hält's den Schlüssel? Nein, ich brauche eine Auszeit. Ich halte das nicht mehr aus. Ich finde, das sollte verboten werden, dass Männer in die Rente gehen. Ja. Nein, ich tue mir nichts an. Ja, ich weiß, dass du meine ältere Schwester bist. Ich weiß das alles. Trotzdem, ich mache es. Ja, da bringt mich keiner mehr von ab. So wie Vivi das auch tut. Ich weiß, ich war verliebt in den Mann. Aber das ist eine Entscheidung. Ich habe lange drüber nachgedacht, Hildegard. Und jetzt ist gut. Ich komme morgen um 11 Uhr, hole den Schlüssel und dann haue ich ab. Ja, Hildegard. Ich habe es gehört. Ja. Ich weiß Bescheid. Ich lasse mich auch nicht von den fremden Männern anquatschen. Nein, ich mache es nicht. Nein. Du, hör mal. Ne? Der eine reicht mir. Ja, ich pass auf. Ne? Ich habe eine Handtasche bei. Ja. Ja, Feng Shui hat er für sich entdeckt. Ne? Ordnungsinseln. Können Sie sich das vorstellen? Überall Ordnungsinseln. Alles, was im Weg stand oder lag, wird jetzt aufgehangen. Mit der Wasserwaage geht er lang, die Haken ganz ordentlich. Und überall die Schildchen. Entrümpeln Sie Ihre Umgebung. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, in der Küche, im Badezimmer. Haben Sie zu Hause einen Besen im Wohnzimmer hängen? Aber wir. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, ne, wenn ich irgendwo unterwegs bin, das ist wie so ein Kind, wenn du das zu Hause hast. Ne? Was stellt das Kind jetzt wieder an? Und so habe ich das die ganze Zeit. Was macht der Mann jetzt wieder, wenn ich nach Hause... Oder was hat der gemacht, wenn ich nach Hause komme? Ne? Ja, so war das. Ich komme nach Hause, ne? Ich gucke in das Wohnzimmer, wir haben Paket, ne? Hängt ein Besen an der Wand. Da sage ich zum Hein, Hein, warum hängt jetzt dieser Besen an der Wand? Der sagte, Ordnungsinsel. Sagt er ganz einfach, in unserem Alter, wir bröseln schon mal beim Essen, ne? Da fällt dir dann immer so alles so ein bisschen aus dem Gesicht. Sagt er, da hast du den Besen hängen, ne? Kannst du sofort den Besen nehmen, anstatt immer den Staubsauger zu holen. Ja, sage ich, aber... Dann hätte ich doch an deiner Stelle Handfeger und Schippe schon daneben gehangen. Mann, sagt der Annemarie, sag ich, wag es dich nicht. Wir haben einen Hund, ne? Paulchen. Sie haben doch sicherlich auch einen Hund zu Hause, einen Dackel oder so, ne? Ja, und wenn Sie mit Ihrem Hund Gassi machen gehen, ne, wenn es regnet, ne, jede normale Frau oder im Flur hast du doch immer so ein Handtuch liegen, ne, wenn der Hund, wenn das ein Innenhund ist, ne, der kommt rein, schnell mit dem Handtuch abgerubbelt, ne, ab ins Körbchen. Ne. Ich sag, ich will Ihnen das nur mal so ein bisschen zeigen, ne? Also das ist unser Paulchen, ne? Jetzt hat unser Hein
Ein Hundetrockenbeutel, ne? Hat er entworfen. Und dann will er jetzt in Serie gehen. Können Sie sich vorstellen? Können Sie sich das vorstellen? Da steckt er den Hund, ne, in den handgefertigten Hundetrockenbeutel rein. Gucken Sie sich das mal an. Ja, was meinen Sie, was der Hund gewinselt hat, ne, und gejault hat, ne? Da habe ich zum Hein gesagt, wenn das der Tierschutzverein erfährt, dann kannst du deinen Hund im Tierheim besuchen. Da sagte, nee, nix da. Tatsächlich, ne? Der hat den Hund schon so trainiert, ne? Wenn der Hund nach Hause kommt, ne? Und der Hundetrockenbeutel, der hängt dann natürlich in der Höhe vom Paulchen, ne? So bringt er dann seinen Hundetrockenbeutel seinem Herrchen, ne? Und dann hängt, ne? Dann hängt er eine Viertelstunde über der Badewanne. Der macht keinen Mucks. Letzte Woche hat er mir schwarze Unterwäsche gekauft, ne? Das wäre so erotisierend. Habe ich umgetauscht, ne? Ja, aber zwei Nummern zu klein, weil ich so aufgeregt war. Aber ich höre schon wieder, ne, Alice, schwarzer Röhre, ne, und wo bleibt die ganze Emanzipation, ne? Ja, ist klar, weiß ich, ja, ja, natürlich. Ja, und? Das soziale Netz, das ist doch viel wichtiger, hä? So nach dem Motto, dass wir alle Frauen zusammenhalten. Entfernen Sie Ihre Geldblockaden, wenn ich das schon immer höre, ne? Entfernen Sie Ihre Geldblockaden. Ich bin früher immer mit meinem Haushaltsgeld ausgekommen. Und Sie kennen das doch, wir Frauen, wir können auch immer ein bisschen was zur Seite legen, ne? Für ein Push-Up-BH, ne? Oder für ein paar Schükes, ne? Oder so einen kleinen netten Pullover, ne? Ja. Jetzt kommt Hein an und führt die Sarrazin-Methode ein, ne? 3,50 Euro sollen ausreichen. Da kannst du doch nur bekloppt werden. Da habe ich gesagt, Hein. Aber warum kaufst du dann immer alle Sonderangebote? Kannst du, ne? In eine Mikrowelle tun, dann wird die heiß. Kannst du auch in ein Gefrierfach legen, dann wird die kalt. Ja, aber da hat er gleich 20 Stück davon gekauft, ne? Da holt er die billigen Filtertüten, ne? Von Netto und packt sie in eine Melitta-Tüte rein, ne? Ja, damit nur die Nachbarn sehen, ne? Hein ist zwar in Rente, aber ist finanziell immer noch nicht auf den Hund gekommen, ne? Ist doch nicht schön, so was, ne? Dann kommt Paul. Na, Annemarie, wie geht's? Ja, es geht so. Da sagt Hein, na, Paul? Schön Whisky? Oh, yeah! Holt er die Flasche? Das leuchten schon in den Augen von Paul, ne? Ich weiß ja, was drin ist. Und dann schüttet dann Hein den Paul ein. Oh, sagt er. Schon allein der Geruch. Hein, der Geruch. Dann trinkt er. Und wieder brennt. Und wieder brennt. Oh, Hein, und wieder runterläuft. Und wieder runterläuft. Das ist das Getränk für die richtigen Kerle. Und ich sitze dann da, ne? Und schäme mich. Die Schamesröte steigt mir ins Gesicht. Was sagt Paul zu mir? Annemarie, kriegst du noch Hitzewallungen? Das er ja jetzt immer kann und überall, ne? Ich bin ja vor dem Mann regelrecht auf der Flucht, ne? Da habe ich zum Hein gesagt, sag ich, Hein, hast du dir etwa Viagra verschreiben lassen? Annemarie, sag ich, Hein, denk, ne?
kannst du einen Herzkasper bekommen. Ne? Nee, sagt er. Ich war in der Apotheke. Sagt er, da ist ja kompetentes Personal. Ne? Ich sage, Mensch, ist richtig schön hier. Ne? Paulchen liegt in seinem Körbchen. Gucke ich so an. Da sage ich, Hein, warum furzt denn der Hund so? Ja, sagt er, der ist total entspannt, ne, bei diesem Zitronenöl. Der spricht mit seinem Bügeleisen. Können Sie sich das vorstellen? Der spricht mit seinem Bügeleisen. Ich meine, er will ja immer ungestört sein, ne? Da macht er dann immer eine Türklinke, ne? Wie im Hotel, bitte nicht stören. Nämlich, es ist die größte Kränkung für einen Mann, sei es durch Arbeitslosigkeit, sei es, wenn er in den Ruhestand kommt, wenn er keine Arbeit mehr hat oder nicht mehr im Beruf steht, ist für jeden Mann eine sehr große Kränkung. Ja, und die Krankenkassen sagen, man soll mindestens am Tag 15 Minuten lachen. Jetzt haben wir natürlich nicht immer alle was zu lachen, ne? Ich gebe Ihnen einen Tipp mit auf den Weg. Stellen Sie sich morgens, ist egal, wie Sie aussehen. Aber ich denke mal, die sind gut vorbereitet. Die Enkelkinder sagen, Opa, komm, lass es sein. Ne? Du hast dich früher nicht um uns gekümmert, das brauchst du jetzt auch nicht mehr machen. In Japan heißen diese Männer Sperrmüll. Ja. Herr Mitschke, darf ich Sie jetzt mal eben... Möchten Sie vorher mit einer Frau? Das glaube ich, brauche ich nicht. Das sind Passage-Igel. Und wenn Sie einfach mal hingehen und sagen, hör mal, du bist so entspannt, ne? So verspannt, Entschuldigung. Und dann machen Sie. Da haben Sie schon mal die erste Berührung. Und dann fragen Sie ihn, tut dir das gut? Das glaube ich nicht. Und dann machen Sie weiter. Aber da haben Sie schon mal die erste Berührung. Das sind so kleine Hilfsmittel. Da kommt man wieder ins Gespräch. Du könntest auch mal wieder die Fingernägel schneiden. Und schon haben wir es wieder, ne? Ach, du bist so verlässlich. Du hast den Müll schon wieder nicht runtergebracht. Der Muskel muss trainiert werden. Wir verändern uns mit zunehmendem Alter. Auch das Paar, was gemeinsam in die Jahre wechselt. Und daher ist der Übergang in den Ruhestand für viele Männer nicht selten die erste und umfassendste Krise in ihrem Leben. Mit dem Ende des Berufslebens sind unter anderem Status, Selbstwert, Lebenssinn und soziales Netzwerk gefährdet und die Paarbeziehung steht vor einer ihrer größten Herausforderungen. Das kann bei vielen Männern eine Trauer um Versäumtes und Ungelebtes auslösen, die sich wiederum in körperlichen Symptomen niederschlagen können.